Ist dein Humor immer genau der gleiche wie der von deinem Scriptwriter, vom Jan Heilig? Auf jeden Fall, also wer Firas das Leben so kann, dann weiß, dass ich schon gerne Leute zum Lachen bringen. Und die Secret, also was Jan normalerweise schreibt, ist es lustig, aber ich versuche immer auch ein bisschen was zu ändern und mache auch meine eigene Dings als Schauspieler und als Person etwas noch mehr lustiger machen. Kannst du da ein Beispiel geben, wo du zum Beispiel nachgebessert hast? Nach verbessert hast sozusagen. Ja, zum Beispiel das. Meine Bartkämpfer. Das ist die Dings, das ist, ich glaube, nicht alle Leute haben die. Das ist. Ich sitze gerne und mach was Lustiger. Also, die Leute glauben, dass es lustiger ist, aber das ist auch meine eigene Personalität, dass ich mag gerne meinen Bart achte sozusagen und die immer mit dem Bart spielen und auch mit meinem Schuhpart noch sozusagen. Glaubst du denn, dass du mit deinem Humor auch ängstliche Leute oder Skeptiker oder vielleicht sogar radikale Flüchtlingsgegner überzeugen kannst? Wenn man einfach auf meine Videos geht, auf meine Seite Zucker im YouTube oder und liest die Kommentare, also was die Leute auf dem Video geschrieben haben, dann weiß man, wir haben viele Leute erreicht, die normale Medien oder die normale Leute nicht erreicht. Das ist sozusagen, viele Leute haben geschrieben, ja, ich bin nicht auf der Seite Refugees Welcome, aber wenn die alle wie du sind, dann habe ich kein Problem. Wann vergeht dir das Lachen? Wo endet dein Humor? Also der Humor endet genau sozusagen wie deine Freiheit. Deine Freiheit endet, wenn du einfach die Freiheit von den anderen erreichen oder so. Und das ist auch genau der Humor. Also ich finde, Humor, es ist nicht mehr witzig, wenn man die macht über zum Beispiel Leute, arme Leute, die wahrscheinlich kann nicht antworten. Zum Beispiel, das tut mir leid, aber ich will auch gerne darüber reden. Ich finde, das ist kein Humor mehr, wie das, was Charlie Hebdo gemacht haben, als die das Kind, ich war alle auf der Welt hat das Kind gesehen, der in Mittelmeer gestorben, seinen Fotos. Und dann die haben das als Humor gemacht und Karikatur gemacht, dass er, wenn er in Deutschland aufgewachsen, dann würde er hinter den Frauen Sexualität, Belastung machen und sowas. Und ich finde, das ist überhaupt kein Humor und auch keine Freiheit mehr, weil du sprichst über ein Kind, der im Mittelmeer gestorben, der nur 5 Jahre alt und der kann nicht antworten, weil er ist schon gestorben. Und dann, das ist überhaupt nicht mehr Freiheit. Wenn ich mit meinem Humor jemand verletzt, dann das ist kein Humor mehr. Humor ist, um jemand zum Lachen bringen und nicht um jemand zu verletzen. Was läuft denn in Deutschland anders als in Syrien? Ich habe nur eine Passage gesehen, wo du gesagt hast, in Syrien gibt es zum Beispiel keine Post. Genau. In Syrien, wir haben kein Post, keine Bürokratie sozusagen, diesen ganzen Papier. Wir haben keine Metro sozusagen. Wir haben keine. Also, was hat mich geändert? Mein Geduld ist weg. Weil vorher hab ich in der Garage auf dem Bus 1 Stunde gewartet und hatte ich damals vielleicht Spaß, weil ich warte gerne auf den Bus und kämpfe gerne, um meinen Platz zu haben in Syrien. Aber hier, wenn ich komme und gucke in den Uhr steht
Der Tram kommt in 5 Minuten. Da sagt, ach, ich muss jetzt warten 5 Minuten. Das hat mich total geändert. Mein Geduld ist weg. Letzte Frage, in deinem nächsten Zuckerstück soll es um Beauty-Tipps gehen. Kannst du da schon mehr verraten? Leider, die Beauty-Tipps muss ein bisschen spät kommen, weil ein Busunglück kommt dazwischen.